Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. So, bevor ich meine Vorstellung mache, mache ich jetzt erstmal hier infiziert und fange einfach mal an. Genau, also. Wen haben wir denn da alles? Bevor ich anfange, muss ich hier nochmal gucken, hier die PSN-Freunde. Oh, was haben wir hier denn? Ein Krümel 2000, I Love GTA 5. Oh, ich mag GTA 5 auch. Absolut. Ist ein richtig cooles Spiel. Gandalf hier, der Agent, ist auch am Start. Moin, moin. Ja, ich habe wirklich wenig Zeit zu zocken, Leute. Ganz, ganz wenig Zeit. So. Also, fangen wir an, Leute. Ich habe lange überlegt, soll ich dieses Thema nochmal ansprechen? Und ich dachte, ich mache es jetzt einfach mal. Es geht einfach um die Volksdroge Nummer 1 und das ist Marihuana. So. Also. Marihuana. Es ist in meinen Augen die gesunde Zigarette. So, und ich will euch jetzt schon mal sagen, ich habe meinem ganzen Leben noch nie einen einzigen Joint geraucht, aber dennoch kann ich sagen, wie es ist. Marihuana ist gesund. So, nun ja, teilweise. Natürlich, es entsteht natürlich bei Marihuana auch Qualm und Qualm ist, wie wir wissen, immer krebserregend. Ist so. Aber wenn ich jetzt mal überlege, dass so eine Zigarette von zum Beispiel Marlboro oder so 50.000 Inhaltsstoffe hat, ist natürlich völlig übertrieben, was ich sage, aber in so einer Zigarette, da ist Teer, da ist Nikotin drin und was weiß ich, Schwermetalle, bah, ganz, ganz eklig, ganz, ganz eklig. Das heißt, solche Zigaretten wie Marlboro, Camel, die machen wirklich, ja, die machen den Menschen am Arsch. So, und da kommt irgendwann mal so eine Droge namens Marihuana auf dem Markt. So. Und was ist da? Ja, die wird verboten. Wow. Marihuana. Das hat ja einen sogenannten Wirkstoff. Der heißt ja auch THC. Ich weiß nicht mal, wie er genau ausgesprochen heißt. Tytra. Auf jeden Fall entspannt es den Körper und ist natürlich gegen viel, viel Leid da. Das heißt, wer einmal Marihuana konsumiert, der entsteht in so, der wird sozusagen gechillt. Der chillt einfach und der, ja, der ist voll friedlich. Das ist nicht so wie Alkohol, wo die Leute dann völlig ausrasten und so. Nee, das ist einfach so, dass Marihuana völlig entspannt und dann noch ein bisschen hier Kiffermusik hören oder so. Ich will es jetzt auch nicht verharmlosen, die Droge. Nein, nein, nein. Ne, da sterben ganz viele Menschen in Mexiko durch den Drogentransport von Marihuana. Aber ich will einfach nur sagen, dass es weltweit etwa 30.000 Tote durch Drogen gibt. Und dass es etwa 5.000 Menschen durch Passivrauchen an Tote gibt von Zigaretten. Und das ist eben über 350.000 Tote gibt durch Zigaretten und durch Marihuana. Nun ja, da will ich jetzt keine Zahl abgeben. Es ist auf jeden Fall sehr niedrig, weil es einfach, ja, viele gesunde Inhaltsstoffe hat. Das ist ja nicht so jetzt wie die Zigarette. So, jetzt habe ich ein bisschen über geredet, über Marihuana und das über 70% der Erwachsenen schon mal geraucht haben und enorm viele auch rauchen. Das bedeutet, jeder Fünfte hat zu Hause irgendwo ein bisschen Dope rumliegen. Wow. Und das soll verboten sein. Armes Deutschland. So. Ich sage jetzt auf jeden Fall ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Auf 5 Kills gemacht. Ich freue mich voll. Und bis dann. Ciao. Und schreibt in die Kommentare, ob du Gras rauchst. Keine Angst, die NSA spioniert uns nicht. Hab einen Filter drin.